Helfen Hand, es gibt einen neuen Ranger in der Stadt. Warum begrüßt du ihn nicht? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Also, es war tatsächlich so, dass wir einen Tag auf den Ranger warten mussten, aber wir haben natürlich jetzt Sonntag, das heißt, wir können definitiv nicht zu den Typen mit dem Werkzeugschuppen gehen und wir hatten, glaube ich, ja noch irgendeine Sache, die wir machen wollten. Das können wir dann auch nicht machen. Wir sprechen aber erst nochmal mit Oma. Speak to people around town and ja, get to know wir, ja. their problems. Sometimes there's things you can do to help. Sometimes there's things they can do to help you. Ja, ich wollte Oma jetzt nicht unterbrechen, aber das wissen wir ja schon alles. Ich bin gerade am Überlegen, was brauchten wir? Achso, dafür brauchten wir auch Kupfer, ne? Ah. Ja, dafür brauchten wir... Eigentlich müssten wir nochmal wegen Kupfer rein. Ah. Das habe ich total vergessen. Oh, schon wieder ein Brief, okay. Wir holen uns aber auf jeden Fall erstmal den Weizen. So, den brauchen wir auch, um Mehl zu machen. Das heißt... Achso, doch, einmal kann ich noch... Das heißt, den werden wir auf jeden Fall nochmal neu anpflanzen. Ganz wichtig. So, Karotten brauchen ein bisschen Wasser. Und die Kartoffeln. Gut, dann wollte ich persönlich noch neue Beete machen. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie ich das am besten mache. Also bei dem... Honig hier könnte man ja eigentlich von vorne ran. Theoretischerweise könnten wir dahinter noch einen machen und drumherum zweimal Blumen. Wäre jetzt so meine Idee. Weil der Honig, der braucht anscheinend ja wirklich wahnsinnig lange. Bienenstock. So. Den direkt daneben. Obwohl, das würde ja so eigentlich schon passen, ne? Mit dem, profitiert der denn auch davon? Eigentlich ja. Müsste doch so sein. Dann könnte man nämlich eventuell nochmal ein neues Gartenbeet machen. Ich meine, wir haben ja jetzt gut Holz noch. Ich weiß, das brauchen wir auch, aber setzen wir mal da ein neues noch hin. Beziehungsweise, nee, wir setzen es nicht dahin, sondern wir setzen es dahin, weil das werden dann die beiden, die ich benutzen werde für Weizen. Weizen hatte ich jetzt aber keins mehr, ne? Ist richtig, ja. Dann werde ich auf jeden Fall noch Weizen besorgen und mal eben schauen. Hallo, ich bin der neue Ranger Marty. Bürgermeister Soft hat mir berichtet, dass ich dir für mein neues Heim zu danken habe. Ich würde mich freuen, wenn du mich besuchen kommst. Ich habe etwas für dich. Ja, die Ranch hoffentlich. Ah, noch was? Novizin Terra, es ist einige Tage her, dass du dich um die Quelle gekümmert hast oder bei einem Treffen des Hexenzirkels warst. Du solltest deine Studien sowie deine Verpflichtung gegenüber der Quelle nicht vernachlässigen. Dein Hexenzirkel von Fairhaven. Oh je, okay. Jetzt werde ich hier auch noch angeschnauzt. Ach nee, wir gehen erstmal hier rum. Ja... Kitty! Komm her, süßes Wollknäuel. Listen to that purr! Ach so, dann habe ich das tatsächlich bekommen. Ich habe jetzt Katzenfell. Ich habe jetzt echt Katzenfell bekommen? Ich habe Katzenfell bekommen. Das ist ein magischer Gegenstand? Fell von Katzenvertrauten kann als nützliche Zaubertat dienen. Aha. Und ich dachte tatsächlich, dass die diesen Fisch besonders gerne mag. Deswegen habe ich ihn jetzt gegeben in der letzten Folge. Naja gut, kann man ja jetzt nicht wissen. Also ich habe es ein bisschen falsch verstanden. Hier unten ist noch was. Das nehmen wir schnell mit. So. Die kleinen Bäumchen, die packe ich gar nicht erst an. Hier, das eine, das können wir noch eben machen, damit da jetzt kein neuer Baum wächst, weil in der Mitte, das wollen wir uns hier frei halten. Mit ihm kann ich jetzt nur leider nicht sprechen. So, haben wir auch das Holz schon wieder drin. Was wir gerade ausgegeben haben, da ist noch eine Distel.
So, dann gehen wir erstmal zu Thomas runter. Wie immer am Morgen. Ah, ich wollte gerade sagen, aber diesmal ist er nicht da, aber er ist da. The soil's been whispering stories to me lately. I used to think I was losing my mind. But I've done this long enough to know all farmers learn to hear its voice. Nein, ich habe meine Erde nicht sprechen gehört. Ich weiß nicht so genau, was er meint. Wir sollten auf jeden Fall noch mal zum Strand gehen. I can tell when people look at me, they see my dad. How could I hope to live up to him? I don't want to disappoint anyone. Keep being you, Juliet. You'll always have your parents in you, but there's so much more to you than that. Vor allen Dingen sehe ich ihren Vater überhaupt nicht in ihr. Aber egal. sie ist viel cooler, finde ich. Ach, jetzt läuft der mir schon wieder entgegen. Mann, ich hatte schon gehofft, da ist was. Aber nein. Ja, ist jetzt die Frage, ob wir noch was angeln sollten vielleicht. Also auf jeden Fall muss ich mich noch um Kupfer kümmern. Wo kommst du denn her? Was machst du denn da oben? Hab dich gerade gar nicht gesehen. Going surfing today, Kai? No way, bra. Look out there. It's totally flat. Oh, can't wait to get some hurricane swell in the fall. Was? Okay. So, dann schauen wir hier unten am Strand auch nochmal entlang. Am Strand entlang schauen. Das ist doch ein toller Ausdruck. So. Aber wir finden nur Seetang. Jetzt, wo ich weiß, was ich mit diesen blöden Muschelschalen machen kann, finde ich nur Seetang. Es war so klar. Oh, hi. Angus keeps wanting me to be his guinea pig for his more inventive pastry creations. But not all baked goods are worth the calories, to be brutally honest. Hm. Kann ich nicht viel zu sagen. Er gibt mir ja nichts zu essen ab. So. Moment, die Ranch ist da oben, oder? Genau, das müssen wir auf jeden Fall machen. Bin ja schon total traurig, dass wir das meiste andere nicht machen können. Oder ist ein Schaf drauf, eine Kuh? Ah! Und wo ist der Typ? Ach, das war ja auch direkt neben ihm, ne? Ah. Oh je. Wow. This ranch is incredible. I'm Marty Emerson. Pleased to meet you. Nice to meet you, Mr. Emerson. No, please. Just call me Marty. I want you to know that the ranch you help rebuild is in good hands. Oh, I didn't really... I've graduated with honors from the top national course in animal husbandry. Mm-hmm. Is that, can we still call it that? I mean, you're a farmer, too. And you're a girl. Maybe it should be animal spousedry. Huh? I don't think... Duh. This is already more complicated than I thought. Is it, though? Yeah, maybe we should start by keeping things simple. For now, you can buy eggs from me. When you're ready to raise your own chickens, I can sell you some chicks, too. You'll want to build a coop to keep them from scampering off. Learned that one the hard way. That nice carpenter fella, Parker... Can help you out. Ja, das will ich hoffen, dass ich das dann auch endlich selber machen kann. Ich will auch Kühe machen, nebenbei bemerkt. Sprich mit Parker darüber, einen Stall für die Hühner zu bauen. Oh, endlich. Das Holz kann ich jetzt gut beschaffen, das ist kein Problem. Aber ich brauche jede Menge Geld noch. Das heißt, dass ich auf jeden Fall jetzt erstmal in die Kupfermine muss. Ich muss nochmal zurück. Tut mir leid. Aber gut, dadurch, dass er jetzt diese Ranch macht, heißt das für mich hoffentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich die Tiere jetzt auch bei mir halten kann. Also bald, ne? Jetzt noch nicht. Aber wenn wir das dann endlich geschafft haben hier. Das heißt, ich werde dann auch nicht sagen, dass er das andere machen soll. Sondern der soll dann erstmal das mit der Ranch machen. Auf jeden Fall. Das ist nämlich das, was ich am meisten haben wollte noch. So.
Ja, keine Ahnung, wo hier der Schlüssel ist. Wobei, ich meine, immerhin habe ich ja jetzt schon mal Kupfer gefunden. Das ist für mich wichtiger, als jetzt hier weiterzukommen im Moment. Es sei denn natürlich, dass irgendwas, was ich jetzt dringend brauche, in der nächsten Ebene oder in einer der nächsten Ebenen ist. Ich war nur, glaube ich, blöd, oder? Habe ich... Nee, ich habe jetzt 4 Kupfer. Ja, okay, dann hätte das nicht ganz gereicht. Das ist gut dann. Das heißt nämlich, dass ich dann doch nicht blöd war. Ach ja. Okay, aber was brauchte ich jetzt dafür? Dafür brauchte ich nur Holz. Ja, Holz und ich müsste dann angeln. Also sprich, ich müsste Fischstäbchen am besten machen. Okay, einmal kann ich damit noch. Sind nur kleine Fischchen drin, ne? Ja, das ist mir zu klein. Kann ich, glaube ich, nämlich auch nicht zum Braten verwenden. Hier ist überhaupt gar nichts drin. War ich hier heute schon mal angeln? Ich weiß schon gar nicht mehr, was. Also wenn man mehrere Folgen hintereinander aufnimmt, dann weiß man irgendwann gar nicht mehr, was man jetzt heute gemacht hat, was man gestern gemacht hat. Also hier im Spiel heute und gestern. Das ist dann alles ein bisschen kompliziert. So, da ist auf jeden Fall einer drin. Den nehmen wir. Nee, das ist der Kleine. Die wollen wir nicht. Oh! Ich wusste, das ist wieder der Kleine. Das sah erst so aus, ob der Große jetzt anbeißen würde. Quick! Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Wie lange soll ich hier warten? Jetzt. So, sehr schön. Wir müssen ja auch noch Holz hacken. Ne, hier waren wir ja auch schon. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Noch ein bisschen Holz hacken. Was wir natürlich eigentlich auch im Wald tun könnten. Ja, ich würde sagen, das machen wir so, weil wir müssen ja noch mit den Leuten sprechen. Mit dir habe ich eben nicht gesprochen, oder? What are you laughing at? Mrs. Sov is gonna freak when she opens her desk drawer at school. I put a frog in there. Ja, und wie soll der jetzt bis morgen was zu fressen kriegen? Eie, ich dachte schon, der hat jetzt hier so ein Küken geklaut oder so und hat das jetzt in die Schublade getan. Ich meine, gut, da könnte man dann wenigstens noch irgendwelche Körner oder sowas mit reintun. Dann könnte das Huhn wenigstens was fressen. Dann vielleicht noch was zu trinken oder was weiß ich. So, ich denke mal, die haben fast alle geschlossen. Ja, nicht. Achso, mit ihm hatte ich ja schon gesprochen. Ja, stimmt. Der war ja, warum auch immer, da hinten an einem Turm. Sie übrigens auch. Warum laufe ich heute nur noch zu Leuten, mit denen ich schon gesprochen habe? I have the wheat you wanted. Better get that meatless grinder going. Or, whatever you use to make Satan. Oh, yes. Give me a day to make it, then drop by my store for some fresh Satan. And in the meantime, fair wages for fair work. Wow, okay, ich glaube, wir brauchen da gar nicht mehr so viele Fischstäbchen zu machen. I've been dreaming of slicing up Wagyu, but the cost is a hard pill to swallow. I wouldn't be able to sell it for a reasonable price. Mhm. Mommy had me start a dream journal. She said it's a good idea to keep track of your dreams, so you can go back and reflect on them. But so far, it just feels like more homework.
Tja, ich meine, du bist ja auch ein Kind, ne? So, was ist mit euch? Moment, bevor du hier gleich wegläufst. If I didn't come to the diner regularly, I bet there's some transplants I would have never met. Würde ich jetzt so nicht behaupten. Weil ich laufe hier rum, um mit den Leuten zu sprechen. Bruno, turn me on to fishing. I never thought I'd be a fishing sort of woman. Okay. So hätte ich Sophia gar nicht eingeschätzt. Aber cool. Ach so, Sonntag, genau. Die sind jetzt alle in der Kapelle wahrscheinlich. If you were harvesting the bounties of nature and taste a berry only to find it bitter, you spit it out. This is only natural. It is our bodies protecting us from the dangers of poison. And so, when our community is faced with the bitter malcontents, we too must spit them out for the safety of us all. Und wie immer sind es die Politiker oder die Möchtegern-Geistigen, die so einen Schwachsinn reden. I can already tell. You're going to be a special addition to this town. If you ever need anything, let me know. Nein, nein. Nein, ich wollte mich umdrehen. Entschuldigung. Pounding dough is great stress relief. Whenever Francis and I get in a fight, I sell a lot of loaves the next day. So, nächster. I love working in my garden and the feeling of soil in my hands. I just don't like it under my fingernails. Some people think of craftsmen as being all right with dirt, but I'll tell you right now, the second most important tool in my toolbox is a decent nail brush. Naja gut, ich nehme dafür meine Nagelfeile, aber es kommt ja aufs Gleiche raus. Hallo, Bürgermeister, nein, nein, nein. Bürgermeister, bleib stehen. Ja, du nicht. Oh. Obwohl, er geht jetzt nach rechts. Wo kann er schon hingehen? The only good thing about being stuck with an island dating pool is that no one can ghost you. We're always gonna run back into each other. Ja, scheinbar ja. I worry when the center's been empty too many days in a row. Perhaps I'll send some pamphlets over to Milkwater and see if anyone there's interested in joining us. Achso, mit ihr hatte ich schon gesprochen. You know, the town hall has many interesting artifacts from Fairhaven's history on display. Feel free to view them anytime. Ja, da haben jetzt aber wirklich viele auf einem Haufen gehabt. Schauen wir nochmal. Die mit dem Blumenladen, die hat anscheinend geöffnet. Ja gut, die Werkstatt hat geschlossen. Das war eher auch, glaube ich, unten jetzt. Ne? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber sie hat auch geschlossen. Und die habe ich alle gesehen. Ja, dann würde ich sagen, dass ich dann nochmal in den Wald gehe. Im Wald dann auch noch mal ein bisschen Holz hacke, glaube ich. Weil eigentlich brauchen wir ja noch eine ganze Menge Holz. Wobei wir das ja theoretisch auch über mehrere Episoden machen könnten. So, da haben wir erst noch mal einen Pilz. Shelby müsste theoretisch auch hier sein. Habe ich mit dir heute jetzt schon gesprochen? People watching has taught me a lot as a doctor. Ja, das war eine kurze und präzise Aussage. So. Ah, da oben ist die eine. Ich meine, die ist mir heute noch nicht über den Weg gelaufen. My kids can be a bit of a handful, but they mean well. Most of the time. Es sei denn, es geht um Frösche, ne? Na, was das wird... Cameron's going to spend a long time figuring out who he is. If he's willing, the island will shape him into something great. Okay, da haben wir nichts mehr zum Einsammeln. Also könnten wir uns theoretisch daran machen.
Die Frage ist, brauchen wir das Holz jetzt dringend? Das ist der Werkzeugschuppen. Den brauche ich aber nicht unbedingt. Was wichtiger für mich wäre, also 51 haben wir auf jeden Fall. Was wichtiger für... Achso, doch, wir brauchen 100 davon. Oh, okay. Dann muss ich doch mal ein bisschen Holz hacken hier. Ja, ja, ja. Ich, das war die falsche Taste. Ja. Ich wollte das doch nur weitermachen, Mann. So, jetzt sind fast alle meine Cupcakes hier weg. Ist nicht gut. So, es tut mir leid, aber da muss ich den auch machen. Weil ich brauche ganz, ganz viel Holz, damit ich das mit den Hühnern machen kann. Und so wie es aussieht, muss ich dann die Kühe nochmal einzeln machen. Ich hoffe, dass die aber trotzdem noch nachwachsen, auch wenn ich hier diesen Stumpf wegmache. Aber es ist schon krass viel, was man da rausbekommt. Also, ich will jetzt hier nicht alles wegmachen. Ich will hier so zwischendurch dann noch was lassen. Och, schon. Oh, wieso drücke ich mal die falsche Taste? Mann. Ist die schon wieder? Na gut, in der Mine brauche ich jetzt erstmal noch keine Energie. Da ist das definitiv wichtiger. So. Und es wäre halt wichtig, dass wir das so schnell wie möglich doch machen könnten. Ja gut, da hinten sind noch Bäume. Wenn sollten die nicht mehr nachwachsen, dann ist es jetzt nicht so dramatisch. Dann haben wir hinten noch Bäume, die man noch sehen kann. So. Oh, das passt nicht mehr. Schade. So, den können wir auch noch fällen, aber da lassen wir den Stumpf dann stehen. Nein, oh, komm. Warum dreht die sich dann um? Man visiert was vor einen an und die dreht sich um und es ist ihr scheißegal. Das ist... Oh. Ja, ich werde jetzt gucken, dass ich hier nochmal einen kleinen Sprung mache, nochmal nachts reingehe. Wenn irgendwas Neues kommen sollte, werde ich das natürlich noch mit hinzufügen. Aber ansonsten, ich denke mal, die werden wieder mal das Gleiche erzählen. Ich sollte mich dann aber noch mal bei denen sehen lassen. Das haben sie ja schon geschrieben, mich ermahnt sozusagen. Das werde ich dann ja jetzt offline kurz machen. Und dann hoffe ich, dass es dann ganz schnell Montag wird. Leider kann ich es heute nicht mehr aufnehmen. Ich habe mich so sehr darauf gefreut, dass wir das jetzt alles machen können, mit der Spitzhacke holen und so. Nein, geht natürlich nicht, weil, ja, ich jetzt keine Zeit mehr habe, noch eine weitere Folge aufzunehmen. Dann bin ich mal gespannt, wann ich das dann endlich machen kann. Ich verabschiede mich dann erstmal und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Should I go to bed?